Yo Leute, was geht ab? Hier ist er wieder, Piep Pfiffi in the House, euer Mann fürs Grobe, euer Mann an der Quelle, YouTube Deutschland 2018, was geht? Also so ein Scheißgelaber, da kann sich doch kein Schwanz anhören. Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist die nächste und bisher vielleicht durchgeknallteste Aktion aus dem meines Erachtens immer grotesker werdenden täglichen Rassismus-Absurditäten-Kabinett. Und zwar ist jetzt praktisch über Nacht das Wort Affenzirkus auf einmal rassistisch konnotiert. Und zu verdanken haben wir diese pseudo-antirassistische Social Justice Warrior Aktion dem BVB-Fußballer Pierre-Emerick Aubameyang, der damit hier und heute mit sofortiger Wirkung von mir persönlich das vorläufige Weichei des Jahres bzw. die goldene Pussy des Jahres verliehen bekommt. Vagina. Und vorläufig deshalb, weil ich mir nicht 100% sicher bin, dass das die absurdeste Aktion des Jahres bleiben wird, obwohl es schwer zu toppen sein wird. Aber ihr kennt ja die Videos aus den letzten Tagen, die Einschläge kommen ja immer näher. Es sind jetzt tägliche Absurditäten, die hier auf uns einprasseln und es werden auch täglich neue Rassismusformen erfunden. Und ich habe die Tage nochmal den Film Idiocracy gesehen und du kannst das Ding fast nicht mehr als Satire ansehen, beziehungsweise als Parodie ansehen, weil das einfach erschreckend verdammt nah an der Realität ist mittlerweile. Und in den Kommentaren aus den letzten Tagen liest man auch immer wieder die Wörter 1984 und George Orwell und das ist meines Erachtens nicht komplett unbegründet. Und zwar ist gestern mal wieder absolut gar nichts passiert, ja, wirklich die größte Lappalie östlich des Mississippi, was dann aber auf Neudeutsch natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, blanker, schäbigster Rassismus ist. Und dazu folgendes Video. Pierre-Emerick Aubameyang entfacht Rassismusdebatte auf Instagram. Aubameyang wirft Carlo Wild, dem Chefreporter des Kicker, vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben. Dieser hat ihn scharf kritisiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ober diesen Affenzirkus in München aufziehen könnte. Das Wort Affenzirkus interpretierte Aubameyang jetzt als rassistische Beleidigung. Der Gabuner schrieb in seinem Post: Ich denke, dieser Reporter hätte ein anderes Wort als Affenzirkus verwenden können. Dazu fügte Aubameyang einen Screenshot einer Google-Suche des Wortes Affenzirkus bei. Der erste Bildtreffer war dabei ein Schimpanse mit Hakenkreuzbinde am Arm, der einen Hitlergruß zeigt. Antisemit! Wild verteidigte sich unterdessen. Wer mich kennt, wird wissen, dass ich mit Rassismus rein gar nichts zu tun habe. Das wäre das Allerletzte. Ich wollte nur darstellen, dass seine Extravaganzen beim FC Bayern nicht geduldet würden. Ich hätte auch Kasperletheater sagen können, meinte Wild, der selbst 2 Jahre im Ausland gelebt hat. Im ursprünglichen Sinne bedeutet die Redewendung einen Affenzirkus veranstalten so viel wie viel Getue um eine Sache machen. Unterstützung erhielt Aubameyang von seinen BVB-Mannschaftskameraden Marc Bartra, Christian Pulisic und Maximilian Philipp, die den Post mit einem Like versahen. Sogar Bayern-Star Franck Ribéry verteilte ein Like. Warum tust du denn sowas? Ja, also offensichtlich komplett rassistischer Kicker-Mitarbeiter, dieses Affentheater doch tatsächlich frecherweise als Affenzirkus zu bezeichnen. Und ursprünglich ging es darum, dass er wohl ein recht schwieriger Typ ist und dann dauernd aus der Reihe tanzt und so weiter. Und da hat der Kicker-Mensch halt gesagt, ja, was ein Affenzirkus. Ja, also natürlich wieder der Skandal schlechthin, Obama-Gate sozusagen. Und jetzt kommt Papa Aubameyang. Und von alten Leuten, da kann man ja viel lernen, Achtung. Ja, die Älteren, die haben ja eine gewisse Lebenserfahrung, da kann man ja so einiges mitnehmen. Mal gucken. Und zwar München. Pierre-Emerick Aubameyang entfacht mit einem Instagram-Post eine Rassismusdebatte. Ja, und viele Leute haben ihm halt zugestimmt. Er hat dann gefragt, ja, ist das jetzt, was sagt ihr dazu? Und dann haben viele gesagt, das ist total rassistisch. Also welcher Vollidiot sagt da, es wäre rassistisch? Sein Vater legt noch einmal mit drastischen Worten nach. Ja, da haben wir schon den Vollidioten. Achtung, Pierre-François Aubameyang, der Vater von BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, hat auf einem Instagram-Post die Kritik von Kicker-Chefreporter Carlo Wild zum Anlass genommen, den baldigen Abschied seines Sohnes aus Deutschland anzukündigen. Ein beschissener Journalist, der meinen Sohn wie einen Affen behandelt, klagte Papa Aubameyang an. Ich habe den Eindruck, dass er uns in Hitlers Zeiten zurückbringen will. Ich glaube ganz einfach, dass der kleine Aff und seine Familie von hier verschwinden müssen, denn hier kann man nicht mehr leben. Zumindest werde das Schmierblatt des Autoren Ruhe geben, in dem Wissen, dass wir nicht mehr bei euch sind. Okay, verzieh dich, du Arschloch. Ja, na los, hau einfach ab. Und nach diesen Aussagen frage ich mich natürlich auch, ja, woher könnte der Sohn eventuell denn sein Weltbild herhaben, dass alles direkt Rassismus ist und eine völlige Lappalie wie, das ist ein Affentheater oder das ist ein Affenzirkus hier, dass er das als rassistisch ansieht, dass er überhaupt auf den Trichter kommt.
Und das Ganze ist ja schon fast krankhaft, dass da irgendein Journalist Affentheater sagt und dass derjenige das dann direkt rassistisch auf sich bezieht. Was ist das denn für eine rassistische Denkweise? Und wie ich in den letzten Videos auch mehrfach erwähnt habe, ist mir sehr wohl bewusst natürlich, dass Affe eine rassistische Beleidigung gegenüber schwarzen Leuten früher war und auch heute teilweise noch ist. Das heißt, man sieht das heute auch zum Beispiel noch gelegentlich in YouTube-Kommentaren. Und die Tage habe ich auch gehört, dass schwarzen Fußballspielern, ich weiß gar nicht, wo es genau war, aber dass denen auch öfter Bananen aufs Feld geschmissen werden, so als rassistische Beleidigung. Haben sie beim Oli Kahn zwar damals auch gemacht, weiß ich noch, wie sie ihm halt, wenn er sich daneben benommen hat oder auch nicht die Bananen runtergeschmissen haben. Da kann man durchaus meines Erachtens verstehen, dass diese Assoziation Affe und Schwarz halt historisch gesehen eine Bedeutung hat. Und dass man da als Schwarzer auch keinen Bock drauf hat. Aber wenn man es dann erklärt bekommt, dass es eine völlig andere, dass es überhaupt keinen Zusammenhang hat, dass es einfach ein deutscher Sprachgebrauch ist, dass man sagt Affentheater hier oder Geschiss kann man auch sagen. Und wenn man es dann immer noch nicht rafft, wenn man dann immer noch drauf beharrt, doch das war rassistisch gemeint und immer noch angepisst und beleidigt ist, dann sollte man meines Erachtens den Personalausweis, den Führerschein und alles, was zu einem Erwachsenen gehört, wie ein Gehalt zum Beispiel, auch sofort aberkannt bekommen und wieder den Kinderstatus zugesprochen bekommen. Denn wer sich wie ein Kleinkind verhält, braucht sich nicht wundern, wenn er nicht als Erwachsener wahrgenommen und behandelt wird. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Und ja, liebe Kommentatoren, die dauernd reinkommentieren, ja, ihr seid nicht schwarz, ihr könnt das nicht verstehen. Mir ist das durchaus bewusst, dass eine historische Unterdrückung, das heißt eine von Rassismus und Diskriminierung geprägte Vergangenheit, dass das in einem kollektiven Bewusstsein, wenn man das so nennen kann, dass das vielen Leuten noch in den Knochen steckt. So ähnlich wie das bei vielen jungen Deutschen heutzutage noch ist, dass man immer so denkt, ja, wir sind so ein bisschen historisch gesehen die Nazis und haben wie so eine Schuld auf uns geladen. Bei vielen Deutschen ist das so im kollektiven Bewusstsein mit drin und mit verankert, auch heute noch. Aber da geht es meines Erachtens psychologisch gesehen darum, diesen Opferstatus irgendwann mal abzulegen und zu überwinden, was nicht heißt, dass man die Vergangenheit vergessen muss oder verdrängen muss, absolut nicht. Aber es hilft eben nicht, sich immer weiter als Opfer zu sehen und dann hier jede beschissene Gelegenheit nutzen, um sich auch immer wieder als armes Opfer dahinzustellen. Denn dadurch wird die Vergangenheit, die ja durchaus real ist, aber immer wieder in die Gegenwart und damit auch in die Zukunft mit reingebracht, wo sie überhaupt nicht hingehört, wo sie gar nichts zu suchen hat und sogar Schaden bei einem anrichtet. Und zwar auf der persönlichen psychologischen Ebene, wie wir es hier ganz klar bei Vater und Sohn Aubameyang beobachten können. Aber auch gesellschaftlich gesehen ist es nicht sinnvoll, wenn eine Bevölkerungsgruppe, wie zum Beispiel die Schwarzen jetzt hier, ständig diesen Opferstatus aufrechterhalten und immer dieses Ja, aber nur weil ich schwarz bin, immer die Karte spielen. Ich würde an deiner Stelle mit dieser Scheiße aufhören. Das kann man machen und sollte man meines Erachtens auch machen, wenn wirklicher Rassismus passiert, dass irgendwer aufgrund der Hautfarbe wirklich diskriminiert wird oder beleidigt wird oder was weiß ich, was wirklicher Rassismus eben. Aber doch bitte nicht wegen so einem Quatsch hier. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, auch für alle Schwarzen, die jemals Rassismus erlebt haben. Wirklichen Rassismus meine ich damit. Ich kenne zum Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld Leute mit einer dunklen Hautfarbe, die in der Vergangenheit, also ist jetzt auch nicht nur ein, 2 Jahre her, ist schon ein bisschen her, aber die damals noch wirklich vor Rassisten wegrennen mussten, weil sie sonst verprügelt worden wären. Nur wegen der Hautfarbe. Und da kommt jetzt hier das Weichei des Jahres 2018 an und sagt, guck mal hier, das ist, was mir hier gerade passiert ist, ist genau das Gleiche. Bullshit. Und das ist, wie gesagt, ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die wirklichen Rassismus erfahren haben. Deshalb hier mal mein Aufruf an die Leute, die auch schwarz sind oder dunkelhäutig und mit dem ganzen Social Justice Warrior Mist hier aber nichts zu tun haben wollen. Das heißt, die einfach sagen, oh Mann, hört doch mit dem Quatsch auf. Ich habe auch eine dunkle Hautfarbe, ich bin auch schwarz und werde jetzt hier wahrscheinlich demnächst in die gleiche Schublade wie diese Vollidioten hier gesteckt. So wie ich persönlich mich zum Beispiel natürlich auch über die Deutschen auf Mallorca aufrege, die sich da komplett daneben benehmen und ich werde dann da in dieselbe bescheuerte Schublade gesteckt. Ist doch völlig normal, dass man eben zu verschiedenen Gruppen gehört, wie zum Beispiel Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft und so weiter, und dass man keinen Bock darauf hat, dass sich irgendwer aus irgendeiner dieser Gruppen daneben benimmt und dann eben genau diese Gruppe potenziell in Misskredit bringt, was dann wieder negativ auf einen selbst zurückfällt in Sachen, ja, der gehört zu dieser Gruppe, wo du nicht raus kannst natürlich. So, weiter geht's mal im Artikel. Der Vater befeuerte damit die Rassismusdebatte neu, die sein Sohn am Sonntagmorgen losgetreten hatte. Dieser hatte wild vorgeworfen, ihn rassistisch beleidigt zu haben. Der Reporter hatte Aubameyang in der Sendung Kicker scharf kritisiert und gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ober diesen Affenzirkus in München aufziehen könnte. Affenzirkus als Stein des Anstoßes. Das Wort Affenzirkus interpretierte Aubameyang als rassistische Beleidigung. Der Gabuner schrieb in seinem Post, in diesen Tagen werde ich viel von deutschen Journalisten attackiert, wobei sie sich bis heute korrekt verhielten. Immerhin hat er das noch geschrieben.
Ich denke, dieser Reporter hätte ein anderes Wort als Affenzirkus verwenden können. Und dann hat er gefragt, ja, seht ihr es denn als rassistisch an oder was denkt ihr darüber? Ja, und dann hat er das Bild gefunden, hier, und das sind Bananen hier drauf, ja, das ist kein Hakenkreuz und kommt auch gleich im Artikel, glaube ich, noch, dass das von einer Punkband, die gegen rechts ist, gemacht wurde, das Bild hier. So, da haben wir es. Dazu fügte Aubameyang einen Screenshot einer Google-Suche des Wortes Affenzirkus bei. Der erste Bildtreffer war dabei ein Schimpanse, der einen Hitlergruß zeigt. Ironischerweise ist dieses Bild, an dem Aubameyang seine Irritation auch explizit festmacht, rechts das Bild, wenn ich bei Google Affenzirkus eintippe, das satirische Plattencover einer gegen rechts gerichteten Punkband. Der Affe auf dem Bild hat, anders als ursprünglich berichtet, auch kein Hakenkreuz auf seinem Armband, sondern eine Banane. Wild schildert seine Sicht der Dinge, das ist der Reporter. Wer mich kennt, wird wissen, dass ich mit Rassismus rein gar nichts zu tun habe. Das wäre das allerletzte, erklärt er bei Sport 1. Ich habe durch den Fußball Menschen aus allen Kontinenten getroffen und einer ist mir so recht wie der andere. Ja, ja, komm du alter Rassist, gib's doch zu. Er habe auch nichts gegen den Menschen, Aubameyang. Es war nie und nimmer meine Absicht, ihn zu beleidigen, nicht im geringsten. Um Gottes Willen, sagte der Reporter weiter. Ich wollte nur darstellen, dass seine Extravaganzen beim FC Bayern nicht geduldet würden, weil Leute wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder auch die Oldtimer Franck Ribéry und Arjen Robben das mit Sicherheit gebremst hätten. Ja, der Ribéry hat aber doch geliked, von daher ist der wohl da nicht so die Bremse schlechthin. Das Wort Affenzirkus sei in Deutschland im gängigen Sprachgebrauch. Das ist ja nun total kontrovers, diese Aussage. Ich hätte auch Kasperle-Theater sagen können, meinte Wild, der selbst 2 Jahre im Ausland gelebt hat. Da musst du aber erst nochmal überprüfen, ob das nicht doch irgendwie rassistisch konnotiert sein könnte. Vielleicht ist er der Erfinder des Wortes Kasperle-Theater oder der Kasperle die Figur erfunden hat. Vielleicht hat er irgendwie einen Migrationshintergrund. Von daher musst du da erstmal recherchieren, finde ich, dass du nicht der Oberrassist wieder bist. Ja, natürlich. Ich bin völlig überrascht, dass diese Angelegenheit jetzt eine solche Wende bekommt. Ähnlich äußerte sich der Journalist in einer Stellungnahme des Kicker. So, und das sehe ich jetzt gerade erst. Hat Aubameyang mit seinem Rassismusvorwurf recht? Ja, der Begriff Affenzirkus legt Rassismus nahe. Nein, das ist ein ganz normales Wort. Bitte mal die Kirche im Dorf lassen. 38.500 Abstimmende. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Okay, 94. Okay, warum auch immer war es jetzt direkt weg. Auf jeden Fall waren es 94-6%. Das heißt, 94% haben gesagt, Affenzirkus, scheißegal, bedeutet gar nichts. Ganz normales deutsches Wort. Und 6% haben gesagt, ist rassistisch. Und da frage ich mich, wer zum Geier sind diese 6%? Das müssen ja Leute sein, die zumindest mal in der Lage sind, hier eine deutsche Umfrage so halbwegs zu lesen, um zu wissen, ja, wofür stimme ich jetzt ab? Und davon haben 6% der Leute ja gestimmt. Es ist rassistisch. Und ich habe es gerade mal ausgerechnet, natürlich ganz spontan im Kopf. 6% von 38.500 sind 2.310. Das heißt, es gibt 2.310 Leute, die da auf Rassismus geklickt haben, obwohl die, ich sag mal, wahrscheinlich ganz genau wissen, was das Wort Affenzirkus wirklich bedeutet. Und selbst wenn die Hälfte davon einfach nicht genau weiß, was das Wort Affenzirkus bedeutet, ja, dann googelst du doch mal, bevor du da sagst, das ist auf jeden Fall Rassismus. Also meines Erachtens absolut unfassbar. Diese 2.310 Leute allein sollten mal ihr Weltbild schwer überdenken und da würden ja noch viele tausend mehr rauskommen, wenn mehr Leute diese Umfrage gemacht hätten. Ja, das war es erstmal für heute. Mal gucken, was noch wird aus der Aktion, ob dann noch mehr kommt. Und ja, von meiner Seite aus Glückwunsch, Herr Aubameyang, für die Pussy des Jahres oder das Weichei des Jahres und der Vater kriegt von mir hiermit jetzt den gleichen Orden verliehen. Und was immer ihr nehmt, und dazu zähle ich auch die 2310 Leute, die unten bei der Umfrage auf Ja geklickt haben, da empfehle ich, nehmt was anderes. Alles klar, bis zum nächsten Mal, macht's gut, alles Gute, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. It was subliminal. Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast, ein Affe zu sein. Ein Bewusstsein. Ist ein furchtbarer Fluch. Ich denke, ich fühle, ich leide.